Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Transparenz von Porzellan. Ich werde Ihnen mit einem sehr einfachen und probaten Mittel, nämlich mit dieser Taschenlampe, heute die Transparenz von Porzellan erklären und auch die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Scherbenarten damit darstellen. Damit mir das gelingt, müssen wir leider das Licht hier verringern und ich werde meinen PC auch ausschalten müssen, damit Sie in diesem Video genau erkennen, was ich Ihnen mit dieser Taschenlampe demonstrieren möchte. Geben Sie mir bitte eine Sekunde zum Abschalten meines PCs. Nun möchte ich Ihnen durch den Lichttest noch einmal verstärkt den Unterschied bzw. die Gleichheit des Porzellan, hochgebranntes deutsches Feldspatporzellan, das High-Alumina-Porzellan von Holst sowie das im Jahr 2020 voraussichtlich marktreife Ultra-Alumina-Porzellan. Bei allen diesen Tellern, die ich hier vor mir habe, handelt es sich um eine sogenannte Hotelscherbe. Das heißt, das ist eine halbstarke Scherbe, die etwas stabiler ausgefertigt ist als die des Haushaltsporzellan. Und ich möchte Ihnen anhand der Lichtdurchlässigkeit, ich möchte Ihnen anhand der Transparenz darstellen, wie extrem hoch diese Qualität der beiden High-Alumina-Geschirre im Vergleich zum deutschen Porzellan ist. Ob wir jetzt hier den Teller der Firma Bauscher nehmen mit seiner Transparenz, ich zeige Ihnen das nochmal, das ist die Lichtdurchlässigkeit des Bauscher-Tellers, das ist die Lichtdurchlässigkeit des High-Alumina-Tellers. Und jetzt kommen wir zu der noch besseren Qualität. Das ist die Lichtdurchlässigkeit des Ultra-Alumina. Sie sehen, die Lichtintensität des Ultra-Alumina ist viel stärker als die des hochgebrannten deutschen Hartporzellan. Ich kann auch im Vergleich nochmal hier diesen Bauscher-Teller nehmen. Der Bauscher-Teller auch eine super Qualität, kann man nicht anders sagen. Tolle Glasur. Normales, hartgebranntes Hotelporzellan, das ist die Lichtintensität des Bauscher-Tellers und das ist die Lichtintensität des Ultra-Alumina-Tellers. Wollen wir hoffen, dass wir dieses Material tatsächlich nächstes Jahr an den Start bekommen, denn die Haltbarkeit dieses Geschirrs ist unglaublich, unglaublich stark und die Qualität der Oberfläche, die Qualität des Porzellans muss dabei nicht leiden. Nochmal im Vergleich. Alumina-Porzellan, Sie sehen hier den Lichtstrahl und hier das Ultra-Alumina. Also sollte es uns gelingen, diese Formel tatsächlich serienreif an den Start zu bringen, dann hätten wir etwas geschafft, was in der Porzellanbranche bis jetzt noch keiner geschafft hat, nämlich ein so stabiles und so tolles und so qualitativ hochwertiges Geschirr an den Start zu bringen, das sich eben vor allen Dingen durch seine Gewerbetauglichkeit auszeichnet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen beim weiteren Studieren unserer Internetseite, unserer Kollektion, unserer Warenkunde, wo auch immer Sie sich gerade noch tummeln wollen, wünsche ich Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten Video.